So, hier die Quest annehmen. Johanns Experiment. Bringt den getränkten Kürbis zu dem gefangenen scharlachroten Zeloten beim Pavillon auf dem Kalton-Anwesen. Kalston-Anwesen. Für Silvanas. Also ihm hier bringen. Beenden. Ihm geht's nicht gut. Oh. Tja, da würde ich sagen, der ist jetzt ein Zombie geworden. Hier erstmal verkaufen. Weg. Armschiene. Zwei Rüstung, zwei kann weg. 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 Das behalten wir. Das hier machen wir in die letzte Tasche. Ja, ein bisschen Ordnung muss sein. So, brauchen nix. Gordos Aufgabe. Sammelt drei Düsterkräuter und bringt sie zu Jungapotheker Holland in Brill. Das ist so gesehen jetzt hier die letzte Quest. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir vielleicht nochmal hier hochgeschickt werden, aber scheinbar nicht. Macht nichts. So, hier drüben sehe ich noch eins. Da müssen wir auch kämpfen, aber das macht nichts. Und hier drüben sehe ich auch noch eins. Hier drüben noch irgendwo? Nö. Dann nehmen wir die beiden. Ah ja, was Neues entdeckt. So. Dann ab nach Brill. Das ist so gesehen jetzt das, ja, wie will man es nennen, das, was für die Menschen Goldhain ist. Also die erste kleine Stadt mit Flugpunkt allem drum und dran. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch nach Unterstadt mit dem Flugtier geschickt. Dass wir da wieder einen Auftrag abgeben. Verlassene Anwesen. Hier kriegen wir wahrscheinlich wieder eine Quest, dass wir das nach Brill bringen sollen. Hoffentlich ist das wichtig. Oder auch nicht. Eine eitrige Aufgabe bringt sieben eitrige Clown zur Todeswache Dillinger auf dem verlassenen Anwesen. Die neun Verlassenen meldet euch bei Magistrat Zephren in Brill in Tieres Fall. Lebt wohl. So, wir sollen die hier killen, okay? Wo ist mein Zwerg? Wo ist mein Wichtel? Ach, da hinten. So, Altrick Clown, hiermit. So, da. Ah, genau, so muss das laufen. So, hier oben. Sind noch genug. Da ist ein Silberelite. Da können wir mal einen Dot draufhauen. Und schon wieder Level Up. Und die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Uiuiui. So, können wir gleich die Quest abgeben. Hallo. Was verlangt ihr vom Tod? Bitteschön. Und dann geht's weiter nach Brill. Ja, das war so eine Mini-Aufgabe. Einmal Quest. Und das war's. Entschuldigung.
So, Brill hat sich natürlich auch mit Kataklysmen sehr verändert. Das war vorher nur hier so ein paar kleinere Gebäude gewesen, was jetzt doch eher wie eine richtige Stadt aussieht. Wollen wir erstmal hier die Quest abgeben. Hoffentlich taugt das was. Gordos Aufgabe, weiter beenden. Herzschlag der Schattenhunde. Sammelt 5 Piolen Schattenhundblut. Okay. Er hat Nachschub für Brill. Bringt Morris Anforderungsliste zu Fledermausführerin Annette. Also das ist jetzt, wo wir nach Unterstadt müssen. Wir nehmen aber erstmal die ganzen Quests hier an. Ein Dorn in unserem Auge. Tötet 3 scharlachrote Zeloten und 3 scharlachrote Missionare und beschafft das dringende scharlachrote Memorandum. Menge Scharlachrot. Hier müssen wir rein. Einmal nach unten. Hallo? Jetzt wieder nach oben oder was? Hä? Ah. Da müssen wir hin. Ich bin von den Verlassenen. Verlassenen Pflichten. Sprech mit Todeswache Linnea bei der Wegstation Todeswacht in Tieresfall. Okay. Geduld und Disziplin. So. Dann einmal nach draußen. Wir haben eine Menge Quests angenommen, aber als erstes werden wir nach Unterstadt fliegen. Genau. Hallo. So, Nachschub für Brill. Quest beenden. Flug nach Unterstadt. Bucht einen Fledermausritt zur Unterstadt bei Fledermausführerin Annette und bringt dann Morris Anforderungsliste zu Gordon Wendheim in Unterstadt. Begrüßt den Schatten. Hier ist Unterstadt. Tschüss. Ja, normalerweise sind sie gewohnt, dass die Hauptstadt über dem Ort ist, aber hier ist das eine Ausnahme. So, hier drüben ist eine Höhle. Das ist so gesehen der Hintereingang von Unterstadt. Kanalisation, glaube ich. Abwasserkanäle. Ja. Kanalisation, Abwasserkanäle ist ja so gesehen das Gleiche. Wenn man in der Drachenöde in Red of the Lich King komplett durchquestet, kommt man auch, muss man ja Unterstadt befreien und da muss man auch hier durch den Hintereingang rein. Als, ja, ich glaube, bei beiden Fraktionen war das. So, hier drüben. Was benötigt Flug nach Unterstadt. Weiter. Quest beenden. Bringt Gordons Kiste zu Michael Garrett. Sieg für Sylvanas. Das ist der Fledermausführer, genau. So, wir gucken uns kurz Unterstadt an. Also hier drüben ist Magierviertel, Schurkenviertel, Apothekarium. Hier unten hatte Sylvanas früher ihren Sitz, zusammen mit Varimatras, hieß der glaube ich, der dann Unterstadt seinen eigenen nennen wollte. Hier ist es Kriegsviertel. Hier im Schurkenviertel glaube ich gibt es die PvP-Sachen. Wir können ja gerade mal gucken. Trottel. Wo geht's denn hier raus? Kann natürlich auch nur uns passieren, dass wir hier reinfallen. So, und zwar müssen wir hier rüber. So, es gibt einen inneren Ring, einen äußeren Ring. Hier bei dem inneren Ring kann man rumfahren. Hier stehen auch überall Auktionatoren. Hier oben in der Mitte ist die Bank. Also hier sieht man Bankier. Und Auktionator steht überall hier links und rechts, wenn man zum inneren Ring reinkommt. Dann geht es hier zum äußeren Ring. Und da sind dann auch immer Brücken nach drüben.
Und hier im Schurkenviertel, hier hinten, gibt es die PvP-Aufwertung. Oder auch nicht. Wo war das denn? War das nicht hier gewesen? Oder doch da drüben? Kann auch sein, dass es hier drüben war. So, hier ist Schurkenlehrer. Hier drüben, genau. So, hier zum Beispiel Kuratorin für Erbstücke. Hier bezahlt man jetzt 1000 Gold, um... Also wir... Ich zeig das mal kurz. Wir haben hier jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, das Amulett hier. Den Hals. Geht momentan bis Stufe 60. Ich hab nicht ewig Zeit. Heißt, wir bräuchten das hier, was 1000 Gold kostet, um es auf Stufe 90 aufzuwerten. Danach bräuchten wir das hier, dass wir es auf Stufe 100 aufwerten können. Und dann bräuchten wir das hier, um es auf Stufe 110 aufwerten zu können. Das Ganze für Waffen ist noch ein bisschen teurer. 1200, 5000, 7500. Ja, muss jeder wissen, ob einem das wert ist. Hier gibt es dann auch noch Spielzeuge. Fügt dieses Spielzeug eurer Spielzeugkiste hinzu. Entdeckt verschiedene Flugpunkte der Horde in den östlichen Königreichen. Hier das Ganze nochmal für Kalimdor. Und hier kann man dann auch noch PvP-Klamotten kaufen, die man noch nicht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier zum Beispiel die Brust für Plattenträger nicht und dann könnte ich die jetzt kaufen, wenn ich das Geld dazu hätte. Oder hier eine Stangenwaffe. Also hier kann man alles nachträglich noch kaufen, was es zu kaufen gibt. Andere Sachen, die man freischalten muss, wie Hosen zum Beispiel. Also ihr habt schon gesehen, Hosen gibt es hier nicht. Hosen bekommt man durch einen Gildenerfolg freigeschaltet. Und zwar kann ich das nur sehen, wenn ich in der Gilde bin. Erfolge. Gilde. Und zwar über Berufe. Wo war das? Wo war das? Oder gibt es das nicht mehr? Allgemein. Doch, gibt noch über Berufe. Gildenhemden. Quests. Nein. Beruf. Auch nicht. Heldentaten, Dungeons. Maske, Schneider der Gildenhemden. Entschuldigung. Spieler gegen Spieler. Also irgendwas war, dass man die Sachen bekommen hat, wenn man einen Erfolg freigeschaltet hat. So, wo müssen wir denn lang? Und das Ganze gibt es dann auch nochmal in Eisenschmiede, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Eisenschmiede ist es auf Allianz-Seite, wo man das kaufen kann. Hallo? Deswegen einfach mal gucken, ein bisschen rumreiten. So, wir hoffentlich geben hier die Quest richtig ab. Bucht einen Fledermausritt nach Brill bei Fledermausmeister Michael Garrett und bringt dann Gordons Kiste zu Todeswache Morris in Brill. Also wie immer, einmal nach Brill jetzt. Dort dann die Quest abgeben. Und dann können wir in Brill weiter questen. Ja, hier geht's dann auch weiter. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir überall questen müssen. Hier oben glaube ich nicht. Hier oben ist das Scharlachrote Kloster.
Das ist ja auch für Level 30 erst freigegeben, deswegen glaube ich nicht, dass es zur normalen Questroute dazu gehört. Hier in Tiris Fall. Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren. So, hier sehen wir schon die ganzen Schattenhunde, die wir brauchen für die eine Quest. Und dann wollen wir erstmal hier die Quest wieder abgeben. Was ist? Rückkehr zu Morris. Weiter Quest beenden. Und ich würde sagen, für heute war es das.